so und so gesagt. Ja, servus und herzlich willkommen zu Leute, Leute, dem Promi-Magazin im ZDF. Wir informieren Sie über alle Menschen, die irgendwie wichtig sind, bei denen es aber für richtige Nachrichten noch nicht reicht. Und was sind das für tolle News? Haben Sie es sicher gelesen, oder? Robbie Williams wird Vater. Ich verspreche Ihnen aber, bis zur Babypause mache ich noch ein paar Shows. Oh, sieht man nichts. Ich weiß. Sie sehen, ja, Sie sehen, ich bin gut drauf. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber es ist Frühling. Mensch, die Jahreszeit der Liebe. Die einen holen das Fahrrad aus dem Keller. Wladimir Putin, die eigene Frau. Ludmilla. Toll. Ludmilla Putin lebt ja von 2000 bis jetzt sehr, sehr zurückgezogen. Hat Putin übrigens selber gesagt. Ich habe nachgeschlagen, was zurückgezogen auf Russisch heißt, Gulag. Wurscht. Ja, jetzt ist Frühling, jetzt sind wir positiv, reden wir über was Schönes, was wir hormonell noch so alles drauf haben. Das zeigen wir jetzt Deutschlands Weinkonnoisseur Nummer 1, Mr. Tagesthemen. Uli Wickert ist mit 69 nochmal Vater geworden, hat Zwillinge bekommen, also bekommen lassen. Übrigens, machen Sie sich keine Sorgen, soweit ich weiß, sind die zwei nicht mit dem Korkenzieher geholt worden. Noch? Noch ein Glückwunsch geht nach München. Claudia Lahm ist schwanger. Jetzt bekommt der kleine Philipp endlich ein Geschwisterchen. Ja. Der Frühling verändert vieles. Fragen Sie mal Wulf. Also ich meine Bettina Wulf. Die schreibt er jetzt an einem Buch. Oh, schauder, schauder. Und schauen Sie, hat auch eine neue Frisur. Die langen Haare sind ab. Das ist aber auch wirklich die einzige Kürzung, die mit den Wulfs zu machen war. Und wer Frauen kennt... Und wer Frauen kennt, der weiß natürlich, was los ist, wenn sie erst einmal eine neue Frisur haben. Der Christian, der kann sich schon einmal langsam bei Elite-Partner anmelden. Und Betty kann sich ja vielleicht einmal hier umschauen, bei promiscout24.de. Auf dieser Website, ja, erst einmal sacken lassen, ja, das ist ja zum Genießen. Ja, zu schön, um wahr zu sein. Auf dieser Website finden Promi-Singles die passende Begleitung für die nächste humanitäre Hummerorgie mit Ute Ohofen. Besonders harte, schwer vermittelbare Fälle findet man allerdings nur hier. Auf labile.de. Ja, da gibt's gerade Nadel. Man kann das Modell auswählen und natürlich die Kraftstoffart. Also Prosecco, Korn oder auch schön Batita de Coco. Und hier der Hinweis, sehr praktisch. Kunden, die sich gerade Nadel ansahen, suchten auch nach Tatjana Xell, Indira Weiß, Sibylle Rauch und Peter Bond. Nein. Es gibt... Es gibt so tolle Möglichkeiten, als Single im Frühling seinen Frühlingsgefühlen Ausdruck zu verleihen. Ich sage mal, einfach das Cabrio raus aus der Garage holen, ab ins Grüne. Ja, hey, Los Wochos bei der katholischen Kirche. Ein... Ja, jetzt pass es auf. Was haben wir jetzt alles gehabt bisher? Babys, Rentner, Liebe, ja... Ach, ich sag, so viel Größe muss man haben im Leben. Wir gratulieren herzlich, denn Veronika Ferres und Carsten Maschmeyer wollen heiraten. Ja, sie wird damit praktisch offiziell, ja,
Drückerkönigin. Verlobt. Verlobt haben sich die zwei ja schon am 11.11.2011. Und zwar mit Sicherheit natürlich war das ein Wunschdatum. Von Zahlen, wie man sie sich wünscht, da können ABD-Kunden allerdings nur träumen. Maschmeyer, ein, ja, wie sag ich jetzt, Mann, rein biologisch gesehen, der über eine halbe Milliarde damit gemacht hat, Millionen Menschen zu beraten. Und so viel kann ich sagen, nicht in Sachen Stil, eher monetär. Unter anderem mit Sätzen wie folgenden. Wenn man in Hannover lebt, lernt man hannoversche Menschen kennen. Würde ich in Frankfurt leben, dann vielleicht mehr Frankfurter. Sowas musst du erst einmal kommen. Zurzeit ist ja Maschi auf großer Promotour, um den Verkauf seines Buches anzukurbeln. Aber bevor wir uns weiter mit dem kontaktfreudigen Multimillionär beschäftigen, sollten wir uns erst einmal anschauen, wer er überhaupt ist. Hier ein unbefangenes Porträt. Carsten Maschmeyer, der König der Drückerkolonne. Für einige ist der sympathisch dupierte Unsympath der leibhaftige Satan. Andere wiederum sehen ihn weniger positiv. Doch wer ist dieser Mann eigentlich, der in Deutschland so beliebt ist wie Ehek oder Rentner die Falschparke aufschreiben? Begonnen hat Maschmeyer seine Karriere als Wolfgang Petri-Dubel, der es als Ehrgeizling mit seiner Schenkelbürste derart genau nimmt, dass er am Ende sogar noch schlimmer aussieht als das Vorbild. Ein sensationeller Misserfolg. Kurz darauf gründet der lebenslustige Pornobalken den Hütchenspielerverband AWD und der stetige Aufstieg beginnt. AWD, das steht nicht etwa für Alles weg, danke oder Alles Wichser dort, sondern für Allgemeiner Wirtschaftsdienst. Maschmeyer ist bekannt dafür, alle kritischen Berichte über ihn und den AWD von seinen Anwälten verbieten zu lassen. Doch dank der Rechtsabteilung des ZDF können wir von Leute, Leute Ihnen einen kleinen Einblick in die Machenschaften des obskuren Vereins bieten. Ja, Kenners, ihr müsst schon ein bisschen aufpassen. Der andere Laden. Besser. Der AWD ist ein der viele Kleinanleger systematisch für die meisten Finanzfachleute ist klar. Doch Maschmeyer und konnte bislang ohne unvorstellbar, aber doch genug zum AWD. Denn jetzt hat der Schauspielerinnengatte ein Buch herausgebracht. Ein putziger Schmöker, der auf keiner seiner 384 Seiten darüber hinwegtäuschen kann, dass Maschmeyer. Ach, wisst ihr was? Macht doch euren Scheiß alleine hier. Zeigt doch lustige Pandas oder was weiß ich. Ich hau ab. Aber was soll ich denn machen? Der Maschmeyer, der klagt halt gern. Okay, aber mit welcher Masche hat der Maschi die Menschen denn gekriegt? Im ersten Gespräch ist alles Butter und Vanille. Da gibt es keine Steinchen, keine Haken, keine Ösen. Nicht im Aufwärmgespräch. Meine Damen, wie haben wir Sie erobert? Wir haben doch auch nicht im ersten Gespräch gesagt, hören Sie mal, 3 Wochen keine mehr gehabt oder die Hormone laufen über, ich muss auf einen Entsafter, hast du Zeit heute Abend? So war das doch gar nicht. Seriös, der Mann. Dem vertraut man doch gern seine mühsam zusammengesparte Altersversorgung an. Ja, so einen Erfolg, den kann man natürlich nur haben, wenn man geeignete Mitarbeiter hat. Aber da stellt sich natürlich die Frage, wie findet man die? So erklärt er vor Führungskräften, dass das Anwerben neuer Mitarbeiter eigentlich nichts anderes sei als das Casting von Nackttänzerinnen in einem Rotlichtclub. Jetzt können Sie ja als Zirkusdirektor im Crazy Horse sagen, oh, was muss immer wieder Titten gucken, Titten gucken, Titten gucken, Titten gucken. Ja? Aber jeder Hundeste sieht nur so aus, dass die Kerle dahin wollen. Ja? Und meine Damen, nicht, dass Sie denken, das geht nur so rum. Wenn Sie Puffmutter wären und hätten Bimbus, Schniedel gucken, Schniedel gucken, Schniedel gucken, Schniedel gucken. Der ist so. Entschuldigung, habe ich das jetzt gerade richtig gehört? Hat der gerade Bimbus gesagt? Na, oder? Ich habe schon gedacht, das wäre was Rassistisches gewesen. Maschmeyer ist ja mittlerweile so berühmt, der hat jetzt schon gar seinen ersten Merchandising-Shop aufmachen müssen. Ja, um seine Fans mit Devotionalien versorgen zu können. Bitteschön. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier in Supercastens heißen, richtig ohne Trödel-Teleshop, kurz Schrott.
Mia. Und hier sind unsere Top-Angebote der Woche. Die Maschipuppe. Der Action mit Schnäuzer und typbezogener Kleidung. Cool, oder? Der Kopf besteht übrigens aus hochprozentigem Weichmacher. Und, hören Sie? Ja, ja, wir sind seelenverwandt. So, jetzt unterschreiben Sie mal hier. Ja! Er bringt Sie alle, seine greatest hits, mit denen er Millionen verzaubert hat. Ja, oder hier. Der Original-Maschi-Schneuzer zur optischen Verbrüderung mit dem Prekariat aus original-rauher Dackel-Welpenfell in den Größen Niederbayern, Ruhrgebiet oder hier Sachsen-Anhalt. Ja. Und hier haben wir jetzt eine absolute Weltneuheit. Den Maschi-Allzweckschlauch. Wenn die Renditen gut waren, können Sie ihn bequem zum Champagner-Trinken benutzen. Und sollten sich die Ausschüttung mal nicht so gut entwickeln, kein Problem. Einfach das eine Ende ran an den Auspuff und das andere rein in den Kleinwagen. Und Motor an! Hey, Sie können dabei sogar Radio hören. Ja. Ja. Kommen wir jetzt zu unserem absoluten Highlight der Woche für Menschen, die schon alles haben außer Geschmack. Die Veronika Ferres Gedächtnis-DVD-Box mit den größten Erfolgen der urdeutschen Buchbrumme. Ja, zum Piepen. Ja, und das Tollste, die Vroni-Puppe gibt es gratis dazu, inklusive ihrem einzigartigen Mimikmodul. Ah! Hammer, oder? Ja, und das war's wieder für diese Woche aus Supercastens heißem, richtig ohne Trödel-Teleshop. Und denken Sie immer dran, wenn sich Ihnen irgendwo eine Tür verschließt, öffnet sich woanders ein Fenster, aus dem Sie Ihr Geld schmeißen können. Ja, in diesem Sinne, tschüssi. Ich bin begeistert. Vielen Dank. Silvia Kohn, ja, da werde ich anschließend mal gleich einen Schwung mitgehen lassen, wie das halt Promis so machen. Nur, ja, das Maschmeyer-Buch, ich weiß nicht, aber darüber müssen wir vielleicht noch einmal in aller Ruhe reden. Und das mache ich jetzt, und zwar mit dem Medienpsychologen und Groschenromantiker, Herrn Professor Joachim Dreening. Professor Dreening, schön, dass Sie da sind. Ja, das sehe ich auch so völlig richtig, ja. Ja, die Berichterstattung bezüglich des Maschmeyer-Buchs, die ist mir ein bisschen zu einseitig. Sage ich Ihnen ganz ehrlich, immer nur drauf rumzuhacken, kann man dem Ganzen gar nichts Positives abgewinnen. Ja, ich kann alles gewinnen, ich bin Medienpsychologe. Ja, und was ist dann zum Beispiel schön an dem Maschmeyer-Buch? Self-made. Erfolgreich. Leben. Das Buch ist das ideale Geschenk für jemanden, der schon alle Diddl-Maus-Tassen hat. Allerdings nur, wenn es in dem Haushalt bereits ein zweites Buch gibt, mit dem man im Regal dann das Gesicht auf dem Cover verdecken kann. Ja, ein schöner Mann ist was anderes. Aber welche Botschaften stecken denn in dem Buch? Zentrale Botschaften. Ich zitiere auf Seite 239. Hin und her macht Akulia. Gut, auf der Gebrauchsanweisung eines chinesischen Vibrators macht es Sinn. Ja, oder hier, wer selbstständig ist, sollte gut mit Leuten können. Es sei denn, man ist Profikiller. Oder Domina. Ja, und wer im Glashaus wohnt, sollte nachts auf der Toilette das Licht auslassen. Das schreibt der Maschmeyer. Nein, das ist eine private Erfahrung von mir. Ah ja, ja. Sehr schön. Das. Aber der Maschmeyer erzielt ja mit dem Buch eine enorme Medienpräsenz. Ist jetzt der Mann einfach nur gut oder hat er einfach eine tolle PR-Strategie? Nein, er hat den perfekten Dreiklang gefunden. Erstens ein Thema finden, zweitens etwas darüber schreiben und drittens damit durch die Welt tingeln. Er steht damit in einer Reihe mit Moses, Luther, Hitler. Also bitte Sie,
können doch einen Maschmeyer nicht mit Hitler vergleichen. Hitler war ja zu seiner Zeit recht beliebt. Stichwort. Stichwort Sympathie und Größenwahn. Mhm. Ich habe im Übrigen auch drei neue Bücher geschrieben. Ach, dachte ich mir. Joachim Drening, Selbstmord. Strunz, dumm, sterben. Joachim Drening, Selbstbefriedigung. Allein, geil, lieben. Und Joachim Drening, selber Arschloch. Hass erfüllt, vegetieren. Alles sehr bestellbar. Schön. Unter www.drehningtraining.de. Ja. Sehr schön, ja, danke schön. Das ist wirklich toll. Mhm. Aber sagen Sie mal, seine intimste Beziehung, nämlich die zu Veronika Ferres, halten Sie die auch nur für ein PR-Gag? Mhm. Absolut nicht. Ich meine, es ist ja schon ungewöhnlich, dass sich, ganz gewöhnlich, das nichtssagende Millionäre mit ihrem Geld eine attraktive, talentierte Schauspielerin kaufen. Dass sich Marschmeier mit Frau Ferres bewusst gegen diese Entscheidung gestellt hat, das hat alle ernsthaften Medienpsychologen, also mich, überrascht. Ja. Jetzt kommen wir noch mal zu dem Buch zu sprechen. Gibt es irgendwas in dem Buch, was Ihnen überhaupt nicht gefällt? Ja, zwei Sachen. Einmal der Schutzumschlag und die 380 Seiten dazwischen. www.drehningtraining.de. Ich bin Joachim Drening. Ja. Vielen Dank. Ja. Herzlichen Dank, Professor Drening. Kommen wir zu Menschen, denen es weniger gut geht, wo ich sage, schlimm, wie die mit unseren Alten in unserer Gesellschaft umgehen. Was bitte macht die ARD mit unserem Tommy Gottschalk? Lassen die den da im Vorabendhospiz versauern? Aber Rettung naht. Die ARD-Bosse haben das jetzt zur Chefsache gemacht und angedroht, dass sie eigens für Tommy maßgeschneiderte Showkonzept entwickeln wollen. Und das Erste, was sie sich ausgedacht haben, war, jetzt passen Sie auf, irgendwas mit Wetten. Riesenidee, oder? Wie man da bloß drauf kommt. Wahnsinn. Was Tommy erwartet, beziehungsweise wie die Showkompetenz der ARD überhaupt momentan so ausschaut, das haben wir einmal anhand diverser Sendungen aufgearbeitet. Zum Beispiel die Jubiläumsshow der Stimmungsflak Flori Silbereisen. Es war bezaubernd. Danke schön. Erol Sander, Winnetou singt Lalelu. Erol Sander, das ist übrigens türkisch und heißt auf Deutsch aktive Sterbehilfe. Und wer jetzt aber geglaubt hat, dass er die schlimmsten Momente erlebt hat, ja, mei, wie soll ich Ihnen das jetzt erklären, was Fürstin Gloria von Thun und Taxis dort so treibt? Es erinnert mich entfernt an, Rap. Andererseits in einer Flug übers Kuckucksnest da, ja, wurscht, schauen Sie es einfach selber an. Was ist denn schon dran an St. Elmar Ram? Wer wohnt denn da? Ach so, die Gloria. Ja, was ist denn schon dran an St. Elmar Ram? Wer wohnt denn da? Ach so, die Gloria. Vom Mittelalter bis in die heutige Zeit. Da schauen wir uns an. Komm, mach dich bereit. Es sind tatsächlich alle Epochen vertreten. Mit der Basilika auch ein Ort zum Beten. Ach so, die Gloria. Ich will ja jetzt nicht schon wieder mit dem Ergebnis jahrhundertelanger adliger Inzucht anfangen, aber wurscht. Aber Leute, bitte, was machen wir jetzt mit dem Tommy? Gut, dass er ein alter Rocker ist, das weiß man ja.
Ja. Warum haben Sie ihn nicht wenigstens den Echo moderieren lassen? Er hätte es sicher toll gemacht. Ja, so war es jetzt mehr ein Verstoß gegen die Genfer Konventionen. Ei, war das laut. Ich meine, ich sag's gleich vorweg, dass keine Missverständnisse entstehen. Ich finde es super, dass tolle Frauen wie Ina Müller und Barbara Schöneberger so eine Plattform im Fernsehen finden. Nur in diesem Fall war es vielleicht, ja, mehr platt als Form. Würden wir nicht moderieren, wir würden gucken. Was hast du mir hinter der Bühne gesagt? Was sagen wir jetzt nochmal? Jetzt sag doch mal, jetzt konzentrier dich mal. Was sagen wir denn jetzt? Rammstein! Warte mal, nee, die Tasche geht nicht her, ist wirklich meine. Marilyn Manson! Es muss doch jemand von der Requisite geben, der das ordentlich macht. Wie auch immer, hier ist der Echo drin, glaub es mir einfach. Frauenpower! Ich hab einen Tinnitus. Ja, Rammstein waren dann noch die leisesten. Das Ganze, das ist so ein bisschen nach dem Prinzip deutscher Touristen abgelaufen. Wenn du Angst hast, dass man dich nicht versteht, dann plärr dein Gegenüber einfach laut an. Und richtig gefährlich wird's vor allem dann, wenn man versucht, mit Erotikquote zu machen. Die Privaten, die können das, ja, aber die haben ja auch die Frauen dafür. Das ist übrigens der Grund, warum ich die Doppelmoderation mit Carmen Nebel abgesagt habe. Der Echo in Berlin, eine Veranstaltung einer Industrie, der es zusehends finanziell schlechter geht, ausgerichtet in einer Stadt, der es zusehends finanziell schlechter geht. Da ist es nur konsequent, dass wir einen Reporter hingeschickt haben, der sein Geld beim ZDF verdienen muss. Lutz van der Horst, viel Spaß. Hallo Monika, ich bin heute beim größten Musikpreis Deutschlands, beim Echo. Echo, Echo, Echo. Funktioniert nicht? Okay. Na, fangen wir mal an. Schauen wir mal, wo wir stehen. Wir stehen direkt neben Leute heute, das ist ja toll. Ihr seid Leute, Leute. Für die, die es nicht kennen, Leute heute ist eine Parodie auf unsere Show. Ich kenne mich hier nicht so aus. Könnten Sie mir kurz sagen, wer Sie sind und was Sie machen? Und dann feiere ich Sie ab, wenn Sie reinkommen nochmal. Ja? Ich bin Anja Polzer und ich bin die Gewinnerin vom Bachelor. Ah, okay, können Sie nochmal kurz reinkommen? Dann weiß ich. Ja, danke. Anja Polzer, ich fasse es nicht, die Gewinnerin vom Bachelor. Ich bin ein Riesenfan. Haben Sie super gemacht. Ja, das freut mich sehr, dass Sie ein Fan sind und ja. Ich freue mich sehr, hier zu sein. DJ Bobo, Künstler wie Sie leiden ja unter den illegalen Downloads. Ne? Jetzt geht es uns Fernsehleuten deutlich besser. Ich habe eben mal ein bisschen bei den Kollegen gesammelt. Wir haben noch so 1,65 zusammenbekommen. Ja, da müssen Sie aber nicht mich nehmen, weil ich bin ja ein steinreicher Künstler. Ach so. Das ist total der Falsche. Ich bin ja, weiß ich, wie reich das ist. Sie müssen einen Newcomer nehmen. Ja. Tim Bensko, kannst du mir, ich bin großer Fan, kannst du mir vielleicht deine letzte CD noch signieren? Die habe ich dabei, die habe ich mir eben noch kurz runtergesaugt. Vielleicht einfach draufschreiben den Namen. Oh, wer brennt denn heute noch CDs? Oh, Marilyn Manson. Obwohl von hier aus schwer zu sagen, ist es der geschminkte Marilyn Manson oder die ungeschminkte Nena? Du hast dich mit Bushido wieder versöhnt. Ja. Meinst du, das ist auch möglich bei Helene Fischer und Andrea Berg heute? Leben die im Streit miteinander? Haben die Beef? Ja, das ist ja so eine Art Bitchfight, kann man sagen, zwischen den beiden. Ja, super. Ich würde gerne, dass sich Michelle noch einmischt. Ja. Und die dann so Schlammcatchen machen. Hallo Michelle, eine Frage. Schlagermusik wird ja so gut wie nie illegal runtergeladen. Woran liegt das? Sind Ihre Fans die besseren Menschen oder einfach die dümmeren? Pietro Lombardi, wahrscheinlich einmalig, dass der Echo für den besten Newcomer auch gleichzeitig der Echo fürs Lebenswerk ist, oder? Auf jeden Fall einmalig. Ich freue mich. Finden Sie auch, dass man der Schlagermusik zu wenig Beachtung schenkt? Nö, meine Verkaufszahlen. Ach ja, ich komme. Lena! Ja! Stimmt es eigentlich, dass du immer nur patzige, einsilbige Antworten gibst? Halt's Maul. Sehr gut, genau so. Ja, jetzt ist so der Zeitpunkt, wo so Leute wie Joko und Klaas kommen. Das heißt, der Echo ist im Prinzip vorbei. Ich hoffe, Sie haben was gelernt. Wenn nicht, können Sie ja in die Musikbranche wechseln. Und ich höre jetzt meine neue CD von... Was ist das für eine Sauklaue? Kann keiner lesen, egal. Damit zurück ins Studio. Wenigstens das Buffet war gut. Vielen Dank, Lutz van der Horst. Die deutsche Fernsehlandschaft ist ja momentan so unruhig wie somalische Gewässer. Das Einzige, was fortwährend Bestand hat, sind Kochshows. Auf allen Kanälen braten, dünsten, grillen, tranchieren, filetieren die Superhelden der Lebensmittelverarbeitung. Und das
sind nur die bekanntesten. Sehen Sie den Mann, der mit unglaublicher Weisheit Speisen und das Leben seiner Mitmenschen würzt. Koch Fuzius. Hier kommt der Herr der sympathisch-primitiven Frauenverachtung. Bon Jovi. Hey, super! Hier kommt der X-Man, der sich beliebig aufteilen kann. Mr. Laffer Laffer. Immer, wenn er an heißen Töpfen steht, verwandelt er sich in den Karlauer König. Er ist der unglaubliche Ulk. Gemeinsam sind sie die fantastischen Vier. Vier. Schauen wir uns die Herren einmal genauer an. Da wäre zum einen Alfons Schubeck, dieser sympathische Gewürzbudder aus meiner bayerischen Heimat. Der Alfons, ja, der kann ja derart geschickt mit Aromen umgehen. Der könnte wahrscheinlich sogar eine Schaufel voll Rindenmulch auf Bolognese-Niveau hochwürzen. Und außerdem streut er auch immer so wertvolle Lebensweisheiten mit ein. Schubeck, unser Koch Fuzius. Ein Mensch, der sich nicht würzen traut, traut sich sein Leben auch nicht würzen. Dann sind wahrscheinlich für ihn Leute, die sich salzarm ernähren, Autisten, oder? Wahnsinn! Mit seinen Lebensweisheiten und dieser betont friedvollen Art, da habe ich eh oft ein bisschen den Eindruck, der hält sich für Gandhi. Dabei wissen wir ja längst, dieser Gandhi, das ist ja ein ganz anderer Koch. Ja, aber für jetzt den anderen. Hierzulande tritt er unter dem Namen Horst Lichter auf. In seiner Kochsendung ist er sowas wie die Michelle Hunziker von Johann Lafer. Und da wärmt er meistens die alten Witze von Fips Asmussen auf. Was ich an diesen Kochshows ja schätze, das ist dieser menschliche Touch. Wobei Touch in diesem Fall tatsächlich von Touchen kommt. Es läuft schon. Es läuft schon fast unter dem Motto Rentner-Petting, oder? Ja, was diese Kochshows ja zweifelsohne geschafft haben, ist, das klassische Bild von der Frau am Herd aufzuweichen. Jetzt stehen die Männer daneben und das in einer Testosteronwolke, die selbst die größte Dunstabzugshaube nimmer abziehen kann. Ganz vorn dabei der junge wilde Steffen Hensler. Ich habe einen neuen Trick, und zwar, wie ich die Sendung starte. Bisher ging das immer nur mit der Glocke. Und Sie wissen, ich habe jetzt ein Glockenmädchen an der Seite. Jetzt passen Sie auf. Liebe Topfgeier-Ehe, eure Zeit, die läuft ab jetzt! In meinem nächsten Leben werde ich Glockenmädchen beim Hensler. Wahnsinn! Damit dürfte allerdings seine Kolumne in der Emma hinfällig sein. Ja, gegen den ist Berlusconi der reinste Feminist. Ich habe gehört, vor jeder Kocharena mit Hensler stehen die Frauen mittlerweile zu Hunderten und verbrennen aus Protest ihre BHs. Selbst der Kalmund. Ja, da wird das Kochstudio zur gemischten Herrensauna. Ich sag doch, Frauen an die Macht, oder was? Nicht? Nicht? Ich hab die Platte nicht groß gekriegt, ja. Also. Im Großkriegen kenne ich mich gut aus. Das hätte ich hier machen können. Hey. Bist du so eine hübsch aussieht, nichts im Kopf oder was? Wenn ich jetzt ein Shovi wäre, würde ich sagen, mit Bällen könnt ihr umgehen. Aber das tue ich natürlich nicht, weil ich kein Shovi bin. Ja. Genauso unsüß wie du. Aufgrund des Weltfrauentages haben wir die Frage ausgetauscht. Die Antwort bei D, es heißt für angenehmeres Schlucken. Ne? Entschuldigung, aber ich habe mich gerade übergeben müssen. Ach, das Bunga Bunga Kochstudio. Am Ende der Lästerei bleibt die Frage, hat sich unser Essverhalten trotz oder wegen der inflationären Anzahl von Kochsendungen verändert? Dieses Thema möchte ich intensiv tranchieren, und zwar mit unserer Society-Expertin, überhaupt Expertin für alles, Idylle Seichtenberg. Schön, dass ich da bin. Ja.
Idylle. Die Kochsendungen im Fernsehen werden immer mehr und trotzdem werden die Menschen immer dicker, weil sie sich von Fastfood ernähren. Wie passt denn das zusammen? Total gut. Sie müssen sich vorstellen, diese Kochsendungen sind im Grunde sowas wie Pornos für Hungrige. Bitte was? Ja, natürlich. Man sieht was Scharfes, also was scharf angebraten ist, und stellt sich genüsslich vor, wie man das nach allen Regeln der Kunst vernascht, während man in Wirklichkeit vor der Glotze sitzt und kalte Ravioli aus der Dose frisst. Ja, aber höchste Zeit für eine Aufklärungskampagne, und dafür haben wir unsere Verbraucherschutzministerin, Schwester im Geiste, Ilse Aigner. In der Regel ist das Produkt auch nach Ablauf dieses Mindesthaltbarkeitsdatums noch genießbar. Hier heißt es dann, seine eigenen Sinne einfach einschalten, riechen, schmecken und auch ansehen. Riechen, schmecken und auch ansehen, meine Damen. Das gilt übrigens auch für den Verfall des Ehegatten. Aber, Idylle, ist es tatsächlich so einfach, wie Frau Aigner sagt? Ich meine, woran erkenne ich zum Beispiel, ob Schimmelkäse schlecht worden ist? Ansehen ist da tatsächlich das entscheidende Stichwort. Also spätestens, wenn der Käse Sie ansieht, sollten Sie ihn besser wegschmeißen. Und das Mindesthaltbarkeitsdatum ist im Prinzip eine Erfindung der Lebensmittelindustrie, damit wir weiter viel wegschmeißen und immer neue Sachen kaufen, richtig? Falsch. Die Lebensmittel sind heute so künstlich, da suggeriert man mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, dass dieser Chemiefraß überhaupt schlecht werden kann. Ach so. Jetzt. Also Sie meinen, man sollte quasi das Mindesthaltbarkeitsdatum gar nicht zu ernst nehmen. Moment mal, haben Sie nicht am Anfang der Sendung noch erzählt, dass der Olle Wickert noch mal Vater geworden ist? 1:0 für Sie. Meine Damen und Herren, Idylle Seifenberg. Essensverschwendung, eine unschöne Sache. Wie man die in den Griff kriegen kann, das zeigt uns unser Reporter, den wir zum Fressen gern haben, Andreas Bursche. Wie ein Waschbär hat er in den Siedlungen die Tonnen durchwühlt und noch nicht einmal davor zurückgeschreckt, bei den Leuten an der Haustür zu klingeln. Mein Name ist Andreas Bursche, ich bin der zuständige LVB für diesen Stadtbezirk, der Lebensmittelverschwendungsbeauftragte. Kommt rein, können Sie rausgucken, ich überprüfe jetzt, was die Deutschen an noch genießbaren Lebensmitteln entsorgen. Bei der heißen Schlacht am kalten Buffet, da zählt der Mann auch als Mann. Und Auge um Auge, Aspik um Gelee, hier zeigt sich, wer kämpfen kann. Hurra! Hier zeigt sich, wer kämpfen kann. Naja, so geht noch. Das geht bestimmt noch. Ist ja zu. Ja, die Frau Aigner hat das zwar gesagt, aber ob die das selber auch macht? Weniger essen in den Müll. Kann man doch alles noch gebrauchen. Das ist Müll, das ist eklig. Holen Sie mir bitte mal eine Schüssel. Wofür bitte? Ich bin ermächtigt, Sie zu bitten, mir eine Schüssel zu holen. Bitte. So. Möhre. Möhre. Sie merken, das gibt ein gesundes Mittagessen. Ein tosendes Schmatzen erfüllt den Raum. Das grunzt, das rülpst und das quiekt. Ach. Bei der heißen Schlacht am kalten Buffet, da zählt der Mann auch als Mann. Was finden Sie denn daran jetzt eklig? Ja, weil es eklig ist. So, ja, was denn? Zeigen Sie es doch mal genau, was eklig ist, bitte. Hier, diese ganzen Spuren von Pilzen und... Ja, aber das schneiden Sie hier raus. Hier wird nichts verschwendet. Sogar die Tonne uns nun Applaus spendet. Schauen Sie hier, alles verschimmelt hier oben. Werte, der ist gleich noch einmal abgelaufen dann. Wir waren in Urlaub. 3.3.2012. Hurra! Halten Sie es mal ins Ohr. Machen Sie mal. 1, 2, 3, rein damit. Nur leises Verdauen bringt noch an das Ohr. Das Schlachtfeld wird nach und nach still. Und? Noch schmeckend oder ein bisschen trocken. Hier hab ich was. Kiste, ist das Hundewurst? So. Immer schön Mundschuh beim Reden. Vielen Dank und weiter so. Gruß von unserer Alten. Ja, danke schön. Und nicht mehr dem Hund geben, ne? Die ist abgelaufen. Ja.
Ja, das ist ja hier und heute gerade noch mal gut gegangen. Aber wir LVBler wissen, die Dunkelziffer ist weitaus höher. Seien Sie sich nicht so sicher, wir gucken auch in Ihre Mülltonne. Ja, bleiben wir bei abgelaufenem Dieter Bohlen. Wie viele der altgedienten Fernsehfanten entwickelt er sich gerade zahlenmäßig in Richtung Schlecker. Vermutlich sagen sich viele der ehemaligen Zuschauer, ja, warum soll ich den Bohlen schauen? Wenn ihr Grillhändel sehen will, dann fahre ich auf den Lidl-Parkplatz. Bis es soweit ist, lässt RTL erst einmal die Puppen tanzen. Beziehungsweise das, was beim Promi-Dinner zu nervös war, um einen Teller ruhig zu halten. Die neue Staffel Let's Dance läuft auf Hochtouren. Und das erotisch schwingende Miteinander zweier erhitzter Körper bringt mich unweigerlich auf meinen nächsten Gesprächspartner. Die Lambada-Legende, man nennt ihn auch den Travolta des Ostens, Olaf Schubert. Du bist mir heute fast zu angezogen, Olaf, muss ich sagen. Ja, das Auge sieht mit, da muss man was bieten. Ja, absolut. Olaf, leider kennen wir uns jetzt nicht sehr gut. Ich muss es wirklich anmerken, leider. Aber das kann sich im Laufe des Abends noch ändern. Und Let's Dance habe ja ich persönlich... Schlimmer, du. Let's Dance habe ich persönlich immer als ja, getanzte Profilneurose bezeichnet. Und wie ist deine Meinung zu diesem Format? Es gefällt mir gut. Sehr gut. Ja, dort sehe ich Leidenschaft gefangen im Strudel des Rhythmus. Ich sehe die Körper, ich sehe Ekstase, wirklich die Hüfte kreist, die Schulter spleist. Da ist also wirklich eine geballte Wucht, der Rhythmus, alles sehr schön. Aber das ist ja nur die eine Seite, das ist der Exzess. Und auf der anderen Seite die Bewertung, ne, ganz nüchtern, Zahlen, 8. Oder auch mal 5, eine Primzahl. Also da ist ein direkter Gegensatz. Da ist auf der einen Seite also Ying, auf der anderen Yang, also wie Ping und Pong. Das ist also ein hochexplosiver Cocktail, den ich mir, das sage ich manchmal, das könntest du dir angucken, wenn du nicht immer ausschalten würdest. Ja. So habe ich das noch nie gesehen. Ich sehe alles gerade mit völlig neuen Augen. Also du findest die Sendung wirklich gut? Gut ist jetzt ein sehr mutiges Kriterium, aber ich sag mal, also Fernsehen ist ja immer so ein bisschen Synapsenfasching, sage ich mal. Also ich finde die Sendung jetzt besser als jetzt Kriegsberichterstattung oder dieses mit den Tieren immer hier Iltis, Sackratte und der ganze so. Also, muss mal zu dir kommen, du hast interessante Fernsehsendungen auf Lager. Ja, wobei die Sendung natürlich schon typisch RTL ist. Also bei Castingshows haben sie ja immer den blond gestrengten Lurchi, wie heißt der, Bohlen, genau. Und jetzt für Let's Dance haben sie sich einen richtigen Fachmann geholt, nämlich Joachim Lambi. Anderer Name, anderes Ausschauen, aber ein bisschen Bohlen steckt auch in ihm. Mhm. Es sah so ein bisschen aus wie der Oberkellner aus der Pizzeria, der Fall. Oh. Hey, Luigi, ist die Pizza fertig? 2. Ach komm, ey. Du hast so eine arrogante Art, hier brauchst du gar nicht so anzutreten, weil das gibt sonst hier nix. 2. Sie hat gemeint, sie müsste wie so ein wild gewordener Handfeger hier über die Fläche flotten. 2. Na, immerhin. Also ich weiß nicht, aber die Straßenlaternen in Wien haben mehr Gefühl für einen langsamen Walzer als Sie, lieber Lars. 1. Der Bananenbieger aus Chemnitz. 1. Andere Juroren verlassen bei so einer Leistung sofort die Bühne. 1. Puh, weniger Punkte als beim Lambi kriegt sonst nur Hertha BSC. Insgesamt ist es ja aber eine relativ harmlose RTL-Sendung, muss man sagen. Ja, es gibt wenig, also keine Maden, keine Känguruhoden, wenig Insolvenz, bis auf Mark Terenzi. Aber wie findest du die Besetzung so im Allgemeinen bis jetzt? Schön, ja? Gut, sind so ein Querschnitt der Bevölkerung, man hat halt so einfache Menschen genommen, glaube ich, das sind doch Prominente. Na, dann finde ich es gut, dass man eben einfache Menschen genommen, dass man Prominente gefunden hat, die keiner kennt. Das ist ja auch was. Ja. Okay. Oder
Karl Häkel. Große Bandbreite. Ja, ja. Wie schaut's denn bei dir aus, tanzmäßig? Kannst du gern, privat? Ja, also ich lege schon einen flotten Olaf aufs Parkett. Wichtig ist, dass die Bewegung immer locker aus dem Rumpf kommt. Und also ich tanze gerne. Ich würde aber jetzt hier nicht mitmachen oder so. Also das, nicht. Also ich wäre eher, sag ich mal, weiß nicht, Profiboxen. Das wäre jetzt Promi-Boxen. Als das gesehen wäre auch mein erster Gedanke gewesen bei deiner Statur, Profiboxen. Würde ich jederzeit, also gegen einen Schwächeren antreten. Also da, ja, da sind sie, glaube ich, aber noch auf der Suche. Da ist schwer. Wen hättest du da so im Kopf? Weiß ich nicht, also gegen eine Frau ist doof, aber vielleicht mal gegen ein Kind oder so. Das wäre zum Beispiel was, ne? Da muss ich sagen, würden mir durchaus zwei, drei einfallen, die ich gern von dir abgewatscht hätte, ehrlich gesagt. Ja, aber wie findest eigentlich du als Deutscher mit Migrationshintergrund die Tatsache, dass ich muss aber sagen, dass ich muss sagen, dass der Migrationshintergrund bei mir nicht so im Vordergrund steht. Man hört es nur, wenn man es weiß, hört man es. Ja. Das ist so mein absolut. Aber wie findest du das, dass Sylvie van der Vaart, die gut gebräunte Chauderknödel, dass Sylvie dem sehr netten Herrn Hartwig zur Moderation beiseite gelehnt, gestellt, drapiert wurde? Wie findest du die? Also das ist natürlich schon eine stramme Lusturzel, sag ich mal. Klar. Also, ja, das ist ja eine neue Bezeichnung für stramme Lusturzel. Ein Zuschauermagnet. Oder genau, hat sie ja zwei Zuschauermagneten sogar. Ne? Also, ja, ja, absolut. Also das sind ja wirklich die Primärreize hochgeschnallt bis über die Knie. Da muss man als Mann hingucken. Da ist man fixiert. Das ist die Sollguckstelle. Ja. Also ich mag sie ja. Da wetten wir. Sollguckstelle. Ja. Der Herr des geschliffenen Wortes. Kann ich nicht so gucken. Muss man merken. Sollguckstelle. Es deprimiert mich jetzt ein bisschen, weil ich glaube, ich habe keine Sollguckstelle. Aber wurscht, ich mag Sylvie van der Vaart trotzdem. Voilà. Du guckst Let's Dance, er, sie, wir, euch, ihr alle, wir allen gucken Let's Dance und sie auch. Ja, sehr schön. Ja, beide im Doppelpack. Ja, ich frage mich, ob bei ihr auch Tränen rausschießen, wenn man ihr irgendwo hinten drauf drückt. Ja, wir sehen uns gleich bei der Aftershow-Party. Ich hoffe, du legst mit mir einen flotten Olaf aufs Parkett. Ja. Ja, das war's schon wieder. Das war's bei Leute, Leute. Wir sehen uns in vier Wochen wieder. Jetzt kommt der Cha-Cha-Cha-King aus Südtirol, Markus Lanz, meine Damen. Wir sind zurecht erledigt.